Die wichtigste Variable beim Mahlen ist die eingestellte Energie. Die Elektromotoren der Refiner sind oft die größten im Betrieb. Das Mahlen der Fasern kostet daher viel Energie. Die Menge Energie, die man pro Tonne trockener Fasern verbraucht, nennt man wie beim Pulver den spezifischen Energieverbrauch. Dieser Verbrauch ist abhängig von der aufgenommenen Netto-Mahlenergie, der Strömung durch den Refiner und der Stoffdichte. Um den spezifischen Energieverbrauch zu berechnen, muss die Leerlaufleistung des Refiners bekannt sein. Das ist die Leistung, die der Motor des Refiners aufnimmt, wenn der Refiner nur mit Wasser beschickt wird. Die Netto-Mahlleistung ist dann die aufgenommene Leistung mit Stoff minus der Leerlaufleistung. Teilt man diesen Wert durch die Durchflussmenge in Kubikmeter pro Stunde und die Stoffdichte in Kilogramm pro Kubikmeter, ergibt sich der spezifische Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Tonne trockener Fasern. In der Praxis liegt dieser Verbrauch zwischen 50 und 150 Kilowattstunden pro Tonne. Der spezifische Energieverbrauch hat eine direkte Beziehung zum Mahlgrad und damit zu allen Papiereigenschaften. Um ein konstantes Endprodukt zu produzieren, muss der spezifische Energieverbrauch auch über die Zeit konstant sein. Am besten geschieht das mit einer Regelung. Durch die Messung der Stoffdichte, der Durchflussmenge und der elektrischen Energie kann ein Computer den spezifischen Energieverbrauch berechnen. Dieser Wert wird dann verglichen mit dem gewünschten Verbrauch, der Vorgabe. Das ist das Soll. Wenn nun Abweichungen auftreten, wird die Leistung am Refiner über den Leistungsregler angepasst. Auf diese Art bleibt der Mahlgrad konstant, auch wenn die Durchflussmenge oder die Stoffdichte in der Zeit nicht konstant sind. Wenn die Papiereigenschaften nicht in Ordnung sind, kann der Sollwert angepasst werden. Eine zu geringe Porosität des Papiers erfordert zum Beispiel mehr Mahlung. In dem Fall kann der Sollwert der spezifischen Leistungsregelung erhöht werden. Der Mahlgrad wird dann etwas steigen, wodurch die Porosität abnimmt.